Wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Willkommen zurück zu der nächsten Folge Supermarket Simulator. Ich habe festgestellt, ich habe vergessen, die Schokocreme nachzubestellen, beziehungsweise fürs Lager. Ja, das müssen wir dann gleich nachholen, wenn wir ein bisschen was eingenommen haben. Weil ich habe kein Geld mehr. Ich habe noch 12 Dollar, damit kommen wir nicht weit. Hier ist unser Lager. Es wird spaßig. Das erste Mal mit 12 Produkten. Fällt mir auf. Wir müssen noch auffüllen. Toast haben wir hier. Puderzucker hier. Sind die Nudeln? Mehl? So, aber dann geht's sofort los. Wir brauchen mindestens 72 Dollar, dann können wir die Schokocreme noch bestellen. Vielleicht gucken wir uns nach diesem aufregenden Tag noch mal ein bisschen die Stadt an. Cool, dass er direkt Schokocreme kauft. Ist dort hinten was zu teuer? Weil ich stand davor, aber hat nichts mitgenommen. Okay, wir haben jetzt an sich das Geld für die Schokocreme. So, jetzt fühle ich mich schon besser. Ich hoffe, das Zeug, was wir im Lager haben, reicht. Jetzt nehmen die alle das günstige Mehl. Mach doch sowas nicht. Dankeschön.
Was ein bisschen blöd ist, ich sehe hinter der Kasse nicht so richtig, wie viel teures Mehl noch da ist. Genügend. Toast und Salz, das doch. Eine gute Ausbeute. Vielen Dank. Nudeln könnte ich noch mal nachfüllen, vielleicht das gelbe Öl. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Bekommen Sie morgen wieder. Spaghetti. Mehl unten könnten wir mal auffüllen. Und Licht müssten wir anmachen. Grüne Öl können wir auffüllen. Vielen Dank. Nudeln. Hätte mir gar nicht so einen Stress machen müssen mit dem Schokoaufstrich. Wären wir auch so hingekommen. Spaghetti. Oma Spaghetti. Dankeschön. Okay, der Tag ist rum. Das hat auch gut funktioniert. Ich habe tatsächlich noch einiges am Lager. Das wollte ich nicht. Muss ich vielleicht
für morgen gar nicht so viel nachbestellen. Ich kann erstmal einen Laden zumachen. Aber das Ding ist halt, ne, ich habe natürlich jetzt nicht mehr Kunden und die kaufen verteilter. Also nicht mehr jetzt alle nur auf 6 Produkte verteilt, sondern halt auf 12. Deswegen hätte ich gar nicht so viel Lagerbestand für alle Sachen haben müssen. So, auf jeden Fall jetzt aufgefüllt. Dann räumen wir die Kisten auf. Und dann bin ich mal gespannt, ob uns das jetzt mehr Steuern kostet. Ich will mal kurz gucken, ob ich. Kann ich meinen Laden irgendwie streichen? Ich will nicht diese gelben Wände. Das macht mich irgendwie unzufrieden. Kommt bald. Ach, schade. Wir können den Laden wahrscheinlich irgendwann auch streichen und an dem Boden vielleicht. Wir könnten rein theoretisch sogar bald Kassierer einstellen. Aber ich muss sagen, bisher geht's ja eigentlich. Hier, es war nichts zu teuer. Farinemehl. Alles klar. So. Also auf jeden Fall einmal Salz. Einmal gelbes Öl. Einmal Salz, einmal gelbes Öl. Zweimal Farinemehl. Zweimal Nudeln, einmal Spaghetti. Zweimal Reis, einmal blaues Mehl, einmal Müsli, einmal Toast. Na
Ich nehme zweimal Schokoaufstrich und einmal Puderzucker. Ja, was ist das denn jetzt hier? Einmal quer über den Hof verteilt. Mal die angefangenen Kisten erst wieder runterstellen. Die kommen dann hinterher wieder drauf. Ja, die Kiste wollte ich nicht. So. Reis. Reis. Irgendjemand hat hier meine Kiste umgeworfen. Wieso habe ich schon wieder so viel Schokoaufstrich? Ich habe das doch. Habe ich das schon wieder so bestellt? Was ist denn in meinem Kopf falsch? Komisch. Aber passt schon, wir haben ja genügend Geld. Aber halt ein volles Lager. Sachen wären ja auch zum Glück nicht schlecht. Zumindest habe ich bisher noch nichts mitbekommen, dass die schlecht werden könnten. Bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob die Öle reichen. Stellen wir es zwischendurch. Das geht ja hier zum Glück. Bei King of Retail, ich weiß, man soll nicht so vergleichen, konntest du ja wirklich zwischendurch nichts mehr nachbestellen. Was dann halt alle war, war dann alle. Salz. Ah. Salz und Öl könnte gegebenenfalls ein bisschen knapp werden. Aber wir gucken mal, wie der Tag läuft. Kann losgehen. Kaufe eine Erweiterung für deinen Supermarkt.
Ich will jetzt doch keine Erweiterung kaufen. Ich habe doch ausreichend Platz. So, ich bin bereit. Dum. Wenn ich jetzt einen Kassierer einstellen würde, hätte ich ja gar nichts mehr zu tun. Ich glaube, das macht erst dann Sinn, wenn der Laden so groß ist, dass ich von hier aus nicht mehr alles überwachen kann, ob die Regale noch voll sind. Und ich dann halt rumlaufen kann und Regale füllen. Aber ansonsten glaube ich, wäre. Oh, das Mehl unten. Wäre jetzt ein Kassierer schon. Ein bisschen überflüssig. Ja, nur noch eine Weile brauchst. Schön. Sechsunddreißig, 20. Das teure Mehl geht nicht so gut. Sagt und ja, genau. Zahl noch größer. Vielleicht das nächste Mal 200-Dollar-Schein. Wenn es den gibt. Einunddreißig, 20. Eins wird sie zurück. Der kauft Grundnahrungsmittel. Zweimal Spaghetti, zweimal Toast, zweimal Reis.
Dann können wir gleich die Spaghetti ein bisschen auffüllen. Das sind nicht die Spaghetti. Das sind die Spaghetti. Wurst. Ich hasse das ja, wenn ich selber einkaufen gehe und hinter mir steht dann die Mitarbeiterin, die das Regal einräumen will. Ist denn jetzt der Laden so voll? Der zahlt direkt passend und andere zahlen 2 Dollar mit einem 100-Dollar-Schein. $29,60. $50,40. So, die letzte Kundin. $52,60. Vielen Dank. So. Ja, haben gut Zeug gekauft. Jetzt räumen wir wieder auf. Nee, ich wollte wieder nicht an den Computer. Dann können. Sag einmal. Dann können wir gleich wieder nachfüllen und wieder bestellen. Das ist halt jetzt immer das Gleiche, ne? Was wir gerade machen. Oh, hier ist ja noch was drin. Dass es mir jetzt aufgefallen ist, sonst hätte ich jetzt Mehl weggeworfen. Der einzige Unterschied ist halt, ne, dass ich nach und nach mehr Produkte dazu bekomme. Aber ansonsten ist das halt jetzt immer der gleiche Ablauf. Und das ist halt leider dann immer so der Punkt, wo mich ein Spiel verliert. Also jetzt noch nicht, ne? Ist noch alles gut. Aber irgendwann passiert es dann, dass ich das Gefühl bekomme, ich könnte jetzt jedes andere Spiel spielen und das wäre spannender. Aber es ist halt Simulator, ne? Da geht es ja darum, auch dann zu simulieren, wie denn der Job eines Marktbesitzers ist.
Und der ist nun mal auch jeden Tag ähnlich, wahrscheinlich. Ich weiß halt nur nicht, wie das dann ist. Fürs Zuschauen, ob das dann Spaß macht. Weil hier ja jeden Tag das Gleiche passiert. Oder wie ihr das einschätzt, ob das jetzt nicht so das Spiel ist, auf was ihr jetzt gewartet habt. Ich bin da sehr offen für eure Meinung. Haben wir noch Reis? Noch mehr Reis. Das Mehl. Das Mehl. So, haben wir alles. Jetzt haben wir alles aufgefüllt, oder? Sieht so aus. So. Die Folge ist schon wieder rum. Nächste Folge räumen wir schnell auf und ja, bestellen dann schon wieder für den nächsten Tag unsere Lagerware. So schnell geht das. In diesem Sinne, danke fürs Dabeisein, fürs Zuschauen und dann sehen wir uns gerne morgen wieder bei einer weiteren Folge Supermarket Simulator. Ich freue mich. Bis morgen. Tschüss.